Jetzt kommt aber eine Autorin zu uns, eine großartige Autorin, die unter anderem dieses Buch geschrieben, wegen dem Buch ist sie eigentlich gar nicht da, sie ist eigentlich wegen diesem hier da. Das habe ich aber nicht gelesen. Ja. Ist sicher auch gut, interessiert mich aber irgendwie nicht. Na ja, Moment. Ja, das ist wirklich großartig. Das würde ich dir, lieber Willi, wenn du am Sofa liegst und 15 Minuten Zeit hast, das schnell gelesen hast du in 15 Minuten durch, deswegen, weil man es so gern liest, weil man es gierig liest. Wirklich, es ist absolut fantastisch. Oh, Chimie heißt es. Und hier ist die Autorin, Theresa Preauer, meine Damen und Herren. Liebe Theresa, ich habe gehört, du willst Wein im Wasserglas. Wein im Wasserglas, ja, das genau. Ist sehr sympathisch. Mach ich habe schon überlegt, wo ich einsteigen könnte in eurem Gespräch. Ja, und wo? Ich war jetzt in Japan und habe tatsächlich diese Toiletten testen können. Weil überall, ja, ja. Das ist selbst getestet? Es gibt in Japan eigentlich fast nur diese Toiletten, also diese Bidet-Toiletten. Und die sind immer vorgewärmt und der Klodeckel geht eigentlich von selber schon auf, wenn man den Raum betritt. Und dann erschallt die Geräuschprinzessin, also entweder Spülgeräusche oder Mozart. Ja. So, damit die Geräusche übertönt werden. Zum Beispiel, wenn man Schaß lässt, kann man Musik machen lassen. Genau. Das ist ja wunderschön. Ja. Damit niemand was hört. Das ist ja ein schöner Komfort, ja. Anrührend. Wie, und das ist wie in allen öffentlichen eigentlich Toiletten schon, so? Ja, ja. Ja, das sind die Japaner uns weit voraus. Mhm. Und wie hast du es selber auch als positiv erlebt oder fandst du es noch, weil du noch nicht so gewöhnt daran bist, auch irritierend? Anfangs irritierend und überraschend und befremdlich. Ja. Und dann ist es ein Komfort, an den man sich gerne gewöhnt. Und ist das so, dass du es dir jetzt deswegen zu Weihnachten zum Beispiel auch wünschst von jemandem? Oder? Von meiner Schwester, ja. Mhm. Ja? Bravo. Bravo. Ich habe das Gefühl, dass man zum ersten Mal seit langem von dieser Sendung etwas mitnehmen kann, oder? Es scheint... Ja. Sehr gut. Gut, man weiß ja, dass die Japaner, gerade was diese Themen betrifft, relativ fortschrittlich sind. Gibt's eigentlich, oder ist das ein Klischee? Gibt's tatsächlich in Japan, in Tokio, diese Automaten, wo man Damenhöschen aus dem Automaten ziehen kann? Gebrauchte? Es lag jetzt nicht in meinem Interessensbereich, aber ich glaube, es gibt für jedes Interesse gibt's die Befriedigung. Also wir waren zum Beispiel, wir waren zu zweit unterwegs und wir waren auch in einem Eulencafé, da kann man Eulen streicheln. Ach. Echte Eulen? Ja, echte Eulen. So als Fetisch? Ja, eigentlich. Und das heißt Eulencafé? Ja. Heißt Eulencafé, es und gibt auch ein Katzencafé. Lebende Eulen? Lebende Eulen, es ist sicher Tierquälerei, aber es war auch ganz schön. Ja, es gibt ich ja... Ich weiß nicht, aber entschuldige, aber was machen Eulen, wenn man sie streichelt? Sind das Hauseulen oder Waldeulen? Es sind sicher neurotische, domestizierte Eulen. Traurige Tiere vielleicht, aber man lernt auch, wie man sie streicheln soll. Also man soll irgendwie den Finger so vor ihre Augen halten und dann nur mit einem Finger drüber streichen. Über oder den Schnabel oder über die Flügel? Da über das Kopfhaar. Über die Kopffedern. Ja, nicht genau. Gegen den Strich wahrscheinlich. Nicht Nein. Gegen den Strich. Ja. Und andere Eulen gibt's, da streichelt man zuerst so drüber und dann kann man sie hier so kraulen. Ich kenne ja deine Tierbegeisterung, deine Vogelbegeisterung vor allem. Und ich bin eigentlich überhaupt nicht tierbegeistert und auch nicht tierinteressiert. Also mich interessieren, aber dafür kommen Tiere relativ häufig vor in deinen Machwerken. Genau, also mich interessieren Tiere eigentlich nur in der Literatur und in der Kunst und in der Mode und in Filmen und so weiter, aber eigentlich gar nicht so als Haustiere und Nutztiere. Du hast keine Haustiere? Nein. Nie gehabt? Nie gehabt. Bist du Vegetarierin? Nein. Auch nicht, nein. Also es ist auch kein tierrechtliches Interesse. Du nutzt sie literarisch oder isst sie auf? Ganz genau, ja, so ist es. Ja, ja. Und übrigens, einen zweiten Einstieg hätte ich auch noch gehabt in die Sendung. Und zwar kann ich euch was verraten. Martin Verdini war mein Musiklehrer in der Schule. Oh, das hat lange Jahre gedauert, oder? Bis die Wie war Ausbildung er als Musiklehrer? War. Sehr nett. Ich muss sagen, er ist sehr nett. Sehr nett, sehr begeistert. Er ist er auch. Er ist super. Ich muss dir jetzt auch mal an der Stelle eine Sache mal sagen, ja, weil wir spielen oft Ausschnitte von Verdini. Und ich war neulich im Zug. Und der Schaffner hat zu mir gesagt,
Ihr redet so gemein über den Verdini oft, aber ich habe den jeden Morgen im Zug. Ja. Der fährt nämlich von Salzburg, glaube ich, nach Wien zur Arbeit und hat ein kleines Kind. Er ist ständig übermüdet, kümmert sich total nett um sein Kind und fährt dann zur Arbeit und ist deswegen ein bisschen erschöpfter als Leute, die den ganzen Tag am Sofa liegen. Also an der Stelle mal Martin Verdini, es ist echt nicht so gemeint. Genau, aber etwas, was ihn vielleicht auf die Arbeit beim ORF vorbereitet hat, er hat mit uns ein Grusical inszeniert als Schüler. Schrecklich, das Schüler. Klingt schon schrecklich. Ja. Warst du begeistert? Eigentlich schon, ja. Weil damals war Lambada gerade in und er hat uns das alles beigebracht. Das war echt. Und du hast bei Martin Verdini Lambada gelernt. Ja, das wird ja alles immer gruseliger. Dafür, dass du keine Tiere magst, zeichnest du und malst sie aber häufig. Du bist verantwortlich für die Cover deiner Bücher. Du hast diesen Affen hier zum Beispiel von Oshimi selbst gezeichnet. Ich habe ihn selbst gefunden. Also manchmal, in der Kunst gibt es ja auch die Form des Objet trouvé. Es ist tatsächlich ein Affe aus dem 19. Jahrhundert Objekt oder 18. Jahrhundert. Das war, er kann kein Französisch, deswegen. Und ich habe ihn nur etwas umgestaltet und hier ist es ein. Hast du übrigens mal von diesem Buch von einer Holländerin gehört, Die Sprache der Tiere, kennst du das? Ja. Ein großartiges Buch, das ich gerade im Moment lese, zufällig. Könntest du bist jetzt nicht hier zu Gast. Nein, die Frage. Könntest du dir theoretisch vorstellen, mit einem dieser Tiere, die ja teilweise einen großen Wortschatz haben, Raben zum Beispiel, mit denen gemeinsam ein Buch zu schreiben? So, hä? Naja, das finde ich nicht. Ich finde das jetzt. Das ist eine interessante Frage. Ja, weil sie haben eigene Gedanken, sie bilden eigene Sätze, haben eigene Syntax. Raben bilden eigene Sätze? Ja. Ja, lies es einfach, das Buch. Ich habe tatsächlich also bei der Arbeit an diesem Buch, also das ist so, das Tierwerden ist so das Nachfolgebuch, das kulturtheoretische Buch zu diesem unterhaltsamen Oshimi-Buch. Und ich habe da mit einem Biologen gesprochen und er hat gesagt, na, eigentlich die Sprache der Tiere, das sind dann doch nur einzelne Sätze und einzelne Wörter oder Phrasen und sie können eigentlich in dem Sinne keine literarischen Texte wahrscheinlich schreiben. Da geht sich kein Birchel aus. Geht sich kein Birchel aus, obwohl ja Kafka das zum Beispiel übernommen hat. Der Affe schreibt ein Buch für Kafka oder Kafka wird zum Käfer und so weiter. Naja, aber ich habe es eigentlich beim Streicheln belassen. Aber woher kommt tatsächlich dann diese Lust? Ist es, weil du dich beschäftigt hast mit der Wissenschaft, also mit der Geschichte, mit Leuten, die im 16. Jahrhundert noch nicht so viele Tiere kannten und sich vorgestellt haben, dass es dort sprechende Möwen geben eigentlich muss? Eigentlich schon, ja. Ich habe das war so ein bisschen Auslöser für dieses Buch. Ich muss das jetzt wir reden aber über dieses. Stell das auf. Ja, aber ich rede über nein, dieses. Nein, wir reden über dieses Buch. Nein. Das ist verwirrend für den Zuseher. Wie gehst du denn mit Literatur? Das ist verwirrend für den Zuseher, wenn man zwei Bücher anpreist. Ja, aber es ist verwirrend, wenn sie über das Buch redet und du das hochhältst. Ja, schneid das raus, was sie gerade gesagt hat. Wir reden über dieses Buch. Dieses Buch ist fantastisch. Oshimi. Geschrieben 2014 wahrscheinlich, 2015, du warst beim Bachmann-Preis damit und hast den Bachmann-Preis, obwohl du von der ganzen Jury hochgelobt warst, nicht gewonnen. Eine Drecksveranstaltung. Ich hätte eigentlich gewinnen sollen. Ja, du warst ja Favoritin. Es gibt eigentlich nichts zu lachen, es stimmt. Ja, da gibt es gar nicht so viele Rosettenwaschmaschinen, wie man scheißen muss. Und dieses Buch ist irgendwie, es ist, die Handlung ist eigentlich vollkommen egal. Muss man sagen, oder? Es ist der Sound, der einen sofort begeistert, der einen reinzieht. Es liest sich teilweise wie ein Rap-Song. Es sind ständig auch neue Wortschöpfungen drinnen. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zum Buch zu machen? Also gut, es gibt ja diese Phrase, die jetzt schon langweilig mal die Frage, du brauchst sie nicht beantworten. ist, sich zum Affen machen aus Liebe und das passiert diesem Protagonisten. Das macht er absolut. Der nimmt das sehr wörtlich und ich habe mir gedacht, beim Bachmann-Preis ist ja auch so, bevor ich mich als Autorin zum Affen mache und die Jury sich dann draufsetzt, unternehme ich das im Text. Und ist so er für Bachmann geschrieben? Sagen wir mal, dieses performative Element daran hat stark mit der auditiven Situation des Bachmann-Preises zu tun. Soll ich es übersetzen oder hast du es verstanden? Ich habe es verstanden, ja. Was soll das? Nein, entschuldige. Hättest du mich für einen Idioten? Nein, aber... Nein, ich alles schon. Aber ich du kannst nicht. Auch gehen, Willi. Ich wirklich. Nicht. Nein, ich meine das auch gar nicht böse. Ja, ich wollte dir etwas denunzieren. Ja, ich gut, finde ja. dich sehr liebenswürdig. Das ist lieb von dir. Ja. Danke. Sorry, du hast so eine schöne Stimme. Ja, ja, eben. Und deswegen möchte ich auch gerne was aus dem Buch vorlesen, wenn du erlaubst, liebe Theresa. Also, weil wir ich reden bitte da, darum. Hier, Shimi ist, habe ich das vorher richtig beschrieben, ein in Wahrheit sexsüchtiger, bei seiner Mutter lebender. Wie alt er ist, wird, glaube ich, gar nicht gesagt. Ich nehme mal an, halbwüchsiger. Mitte 50, ne? Wie, meinst du jetzt mich oder was?
Ich muss auch nicht draus vorlesen. Dann entgehen dir 10.000 verkaufte Exemplare morgen bitte, in der Buchhandlung. Bitte, lieber Christoph, lese vor. Und Chimie, es ist in Wahrheit ein Taugenichts-Roman. Und jetzt lese ich eine Stelle, nur damit Sie einen Eindruck vom Sound dieses Buches bekommen. Chimie im Kostümverleih. Als Chimie gehe ich in den Kostümverleih. Grüß Gott, ich möchte mich für die Nini zum Affen machen. Nini ist ein Objekt seiner Begierde aus dem Nadelstudio. Ich möchte mich für die Nini zum Affen machen, sage ich zum Kostümverleiher, der mich ansieht. Man sagt dazu ungläubig. Was schaut der blöd und rührt sich nicht? Habe ich mich unklar ausgedrückt oder hat er, wie alle in diesem Gewerbe, keine Fantasie? Der gafft mich an von unten bis oben. Die Jungle-Fever-Schuhe, die Hose mit Glanz, das bunte Hemd, die Sonnenbrille mit Spiegelglas. Ich bin ein frischer Typ, was kostet die Welt? Und schenk ihm meinen goldensten Smile. Na, na, na? Soll ich vorher noch eine rauchen gehen oder hat er die Marktwirtschaft nicht verstanden? Herr Kostümverleiher, ich nehme für dich jetzt die Sonnenbrille ab, häng mich übers Verkaufspult flexibel und schau dir ganz fest in deine stumpfen Augen. Und du siehst, meine sind blau wie der junge Ozean. Und du siehst außerdem, die Brauen darüber sind buschig und das steht für Vitalität. Ich streich mir darüber mit dem Daumen gegen die Wuchsrichtung und sage sehr rhythmisch, I wanna be loved. Ich will ein Affe sein, geladen in den Dschungel von Nini. Ich sage es lyrisch, ich sage es flötend. Nini, sagt endlich der Kostümverleiher. Nini von was? Anita Ekberg? Anees Nin? Kein guter Rhythmus. Nini von Nene, rappe ich zurück. Sie hat so oft, als ich um Einlass bat, zu meinem Herzen Nein gesagt, zu meinen Gedanken unverschmutzt. Aber aha, sie will einen Affen, die Frau, bitte sehr. Sagte ich bitte sehr oder bitter sehr? Nur, um einen kurzen Eindruck zu bekommen. Oh, Chimie, danke. Hat sich, glaube ich, gut verkauft bis jetzt. Wird jetzt noch besser und das Hörbuch steht noch aus. Es ist ja wirklich, wenn man den verschnarchten Literaturbetrieb kennt, oder? Eine erfrischende Abwechslung. Stermann, du kennst ihn besser. Ich bin im Bann gerade. Wirst du morgen nachschauen, ob sich auf Amazon was verändert hat oder scheißt du auf Amazon mit deiner Rosettenwaschmaschine? Hä? Schaut man dann nach oder nicht? Also bist du so dann, dass du... Ich entschuldige mich für die Fragen von Herrn Stermann. Nein, ich möchte die Sendung jetzt beenden, meine sehr verehrten Damen. Wieso? Ja, warum darf ich die... Na, aber ich finde es interessant. Also, sagen wir mal, du bringst mich auf Ideen. Das ist schön. Was kann eine Fernsehsendung Besseres leisten, als Gäste auf Ideen zu bringen? Lieber Willi, ich darf dich bitten, jetzt zur Bühne zu treten. Du sorgst für den Schlusssong mit unserer Band Ruskaya. Ja, du weißt es noch. Ja, Floridsdorfer Bahnhof heißt die Nummer. Eine legendäre Stubenblues-Nummer. Heute unsere Gäste Theresa Prehauer und Willi Resetaritz. Dankeschön.